So. Das ist schade, dass es keinen Up-Apple-Button gibt. So. Das wäre praktisch. Dam, dam, da, dam, dam. So, haben wir Levantina hier in der Oase? Da war die in England. Guck, da bin ich. Können wir mich dann auch bald mal wieder rausholen? Nee. Hier ist Levantina aber auch nicht. Dann ist sie womöglich doch tatsächlich... Dann ist sie womöglich... So, Carrie hat Level 14 erreicht. Dann ist sie womöglich doch in England in der Oase. Oh, guck mal. Springen hat sie verbessert. Das ist gut. Wäre es da lieber gewesen, wenn die Ausdauer ein bisschen höher gegangen wäre. Aber, no, macht nichts. So, ich werde das jetzt übrigens so machen. Ich werde jetzt noch... Ich bin jetzt schon in der zweiten Folge, die am Dienstag kommt, weil es ist jetzt gerade, bietet sich das einfach an. Ich möchte aber ganz gerne, wenn Dienstag das Update kommt, möchte ich Mittwoch direkt eine Folge zum Update bringen. Wenn es denn kommt, wie gesagt. Es kann auch, wenn es nicht kommt, dann kommt die hier am Mittwoch. Dann wird aber dafür an einem anderen Tag eine Folge ausfallen, weil Dienstag ist ja normalerweise mein Ruhetag. Aber ich möchte jetzt einfach gerade noch ein bisschen was vorbereiten. Und dann kann ich euch halt, warte mal, Dahlia ist schon ausgelevelt. Dann kann ich euch da definitiv noch ein bisschen jetzt mitnehmen. Das bietet sich ja an. So, hier haben wir noch einen Fohlen. Das ist aber, glaube ich, auch wieder kein T2 geworden. Nein. Warum auch immer, tue ich mich hier gerade selbst beim T2-Züchten schon mega schwer. Mit dem bayerischen Warmblut, was ein bisschen doof ist, weil... Wie soll es dann erst werden, bis ich irgendwann dann endlich mal ein T4 habe, wo ich mir das Zertifikat für freigeschaltet habe? Das ist ja legendär. Und die Ausdauer ist halt gut. Deswegen ist mir das eigentlich schon sehr, sehr wichtig. So, das können wir... Wie viel? 4 Stunden können wir das beschleunigen. Das heißt, in 8 Stunden könnte ich dann wieder eins züchten. Mache ich jetzt einfach mal, weil das ist mir gerade am wichtigsten. So. Wir gucken mal noch eben schnell, was es hier beim Baumhaus Neues gibt. Das wollte ich ja auch irgendwann mal noch aufwerten. Okay, nichts Besonderes. Die Müsli-Riegel kaufe ich aber, weil da habe ich nicht mehr so viele von. Und ich habe gerade einige Pferde, die Bock auf Müsli-Riegel haben. Das heißt, da sollte ich mich mal noch ein bisschen mit eindecken. Dum, da, 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 dum. So. Sehr gut. Und wir müssen wir sie? Nee, Bibi ist auch schon ausgelevelt. Warte mal, Kirschfutter. Haben wir auch keine 5 Stück mehr. Das gibt's doch nicht. Ich bin momentan irgendwie, was jegliche Futtersorten angeht, mega abgebrannt. Hier sind die ganzen Gaias. Nee, hier aber auch nicht. Hm. Hier haben wir jetzt ein Warmblut, amerikanisches Warmblut, ein Hengst. Würde ich jetzt nicht unbedingt Pearl nennen. Ich finde, das passt jetzt nicht so gut. Nennen wir mal Charmeur. Es passt jetzt auch nicht so richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Wassermelone möchte er, beziehungsweise 2. Ja, dann werden wir den ja jetzt ordentlich schnell gelevelt kriegen. Als T1. Weil ich wollte nämlich gerne das amerikanische Warmblut auch mal leveln, weil das ist nämlich auch eine sehr, sehr hübsche Rasse. So. Und auf Tempo und Ausdauer. Also Ausdauer ist hier leider nicht der beste Wert, den man haben kann von Geburt an, aber das Tempo ist dafür schon sehr, sehr gut.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es auch nur ein T1 ist bislang, ne? So. Und dann können wir nämlich jetzt mit ihm hier auch die Aufgabe abschließen, ein Pferd auf Level 5 zu leveln. Dann haben wir nämlich den Part der Tagesaufgabe auch schon mal wieder abgeschlossen. Ich möchte es mal wieder regelmäßiger schaffen, die Tagesaufgaben abzuschließen. Denn dafür gibt es ja auch nochmal so Special-Belohnungen. So. Überspringen das jetzt hier. Auch wenn das nur ein paar Sekunden sind, die wir warten müssen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. So. Gras haben wir auch noch genug. Drei, zwei, eins, zack. Jetzt haben wir Level 3, jetzt geht es ein bisschen langsamer. Jetzt könnt ihr nochmal irgendwie sowas Premium-mäßiges haben wollen. Dass das jetzt ein bisschen schneller geht mit dem Füttern. Mit dem Level. Oh ja, das dürfte definitiv was mehr bringen. Das Verarbeitete bringt ja immer mehr. Guck mal, 149, da haben wir ein Level auf Level 4. Jetzt fehlt noch ein halbes Jahr. Das reicht für Level 5. Das sollte reichen. Jo, das reicht. Sehr gut. Oh, hübsch sieht er aus mit diesen blau-violetten Augen. Ist jetzt nicht so ein richtiges strahlendes Blau. Geht so ein bisschen ins Violette rein, finde ich. Sehr, sehr schön. So, da ist der Charmeur jetzt auch erwachsen. Dann können wir ihn jetzt mit Bibi zusammenführen. So, Charmeur. Und Bibi. Guck mal, auch noch eine 16-prozentige Chance auf T2. Und es ist knapp dran vorbei. Oh nein. Aber warum haben wir denn hier nur 16% Chance auf T2? Das ist ja nun echt noch keine Seltenheit, die jetzt irgendwie so richtig krass ist, wo man sagen würde, boah, Mensch, das ist aber, boah, dass du das geschafft hast. Ich meine, T2 ist ja jetzt eigentlich noch kein Hexenwerk. Aber wenn das jetzt schon so krass ist, puh, dann wird das ja später mal richtig happig. Das gleiche Problem habe ich ja gerade mit dem bayerischen Warmblut. Also, mal gerade ein bisschen anders hinsetzen hier, das wundert mich schon. So, dann müsste das hier, müsste Levantina drin sein. Ja, da ist er. Frederiksborger. Dann switchen wir jetzt mal hier. Dann müssen wir in die Fantasiewelt. Nee, da hatte ich doch schon eine Box freigemacht. Da hätte sie doch jetzt schon hingekonnt. Genau, dann schicken wir Levantina in die Regenbogenwelt. Frederiksborger hätte ich auch mal noch gerne, das nächste Zertifikat. Fantasieinsel, genau. Da kommt jetzt Levantina erstmal hin. Dauert aber 2 Stunden, das heißt, da können wir jetzt gerade noch nichts mit wollen. So, dann können wir aber gucken. Dann kann Möhrchen erstmal wieder raus. Kostet uns zwar ein bisschen was, aber ja. Ist jetzt nicht so tragisch. Dann können wir noch gucken, haben wir hier noch genug Mais, um Sparkling Gold zu füttern? Ich finde die grüne Augenfarbe bei dem Pferd nicht so hübsch. Was meint ihr? Aber ich bin auch mal gespannt, wie dieses Modell aussehen wird nach der Überarbeitung. Ich bin auch gespannt. Ich glaube nicht, dass alle Modelle gleichzeitig reinkommen. Kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Ich denke, das wird so ein bisschen Schritt für Schritt gemacht werden. Ansonsten wäre das ja wahrscheinlich ein Riesen-Update. Wobei, das ist schon ein großes Update. Also, sie haben auch im Vorfeld gesagt, man soll sicherstellen, dass man auf seinem Handy 400 MB Platz hat. Also, das ist schon fast ein halbes Gigabyte für eine Handy-App nur als Update. Das ist schon ein großes Update. Also, ich bin mal gespannt. So, jetzt haben wir das hier auch abgeschlossen. Ich denke, das mit den Münzen. Ja, doch, komm, das sind 1500 Münzen. Dann sammle ich aber wirklich nur die Münzen ein. Nehmen wir jetzt mal Nori mit hin, das passt. Wegen Nori-Blättern. Die sieht so schick aus.
Ja, 1500 Münzen, die sammeln wir jetzt mal eben ein. Danach können wir sie ja im Endeffekt in alles reinbrettern lassen. Mir geht es ja jetzt hier gerade gar nicht um Reichweite. Mir geht es ja nur darum, die Münzen einzusammeln. Ups. Wo gerade der Magnet wieder so ein bisschen versagt. Aha, jetzt geht sie. Das ist am Anfang des Rennens schon mal so ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich jetzt sage, okay, mir geht es jetzt wirklich gerade nur darum, die Aufgabe abzuschließen. War alles ein bisschen daneben gerade. So, 400 Münzen fehlen noch. Und das haben wir ja schnell zusammen hier. Guck mal, das haben wir noch vor den 1000 Metern gelaufen. So, wie gesagt, jetzt würde ich sie hier eben reinbrettern lassen. Weil ich nämlich dann gleich auch noch wieder unterwegs bin. Was auch ein Grund ist, warum in der letzten Zeit doch deutlich weniger Videos kamen. Zum einen, ihr wisst es ja, hatte ich ein Video zugemacht, arbeite ich ja seit letztem Jahr Oktober wieder. Dann bin ich jetzt seit kurzer Zeit wieder vergeben, wo natürlich auch nochmal private Zeit dann mehr reinfließt. Völlig klar. Und ja, dann bleibt halt ab und an schon mal das Video auf der Strecke. Das ist dann schon mal so. Deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich schon zwei aufgenommen bekommen habe. Aber wie gesagt, dann verschiebt sich das ja alles so ein bisschen. Wenn jetzt an meinem eigentlichen Ruhetag dann dieses Video kommt, dann kommt halt der Ruhetag an einem anderen Tag. Das ist irgendwie, das machen wir schon alles passend. Das machen wir schon alles so passend, wie wir es gebrauchen können. So, dann haben wir nämlich jetzt das hier abgeschlossen. Kriegen wir 10 Diamanten und haben vor allen Dingen ein weiteres Mal die Tagesaufgabe abgeschlossen. So, ihr Lieben. Ja, wenn das Update jetzt heute kommt, oder ja, wenn es heute kommt, dann kommt diese Folge heute. Also, sollte das Update sich verspäten, kommt diese Folge hier am Mittwoch. Sollte das Update sich nicht verspäten, kommt das hier am Dienstag und das Update folgt direkt am Mittwoch noch. Gucken wir einfach mal. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich unheimlich drauf, Horsehaven quasi nochmal völlig neu zu erkunden. Und ihr? Also dann, bis dahin. Tschüss!